Und damit willkommen zurück zu Ashes of the Singularity im Live-Let's Play. Auf nach Gryffindor. Assimilierung. Nahailan greift das Substrat an und versucht, Hades Technologie für sich zu gewinnen. Du bist wie ich. Und doch wieder nicht. Das wird behoben werden. Also hast du so etwas wie eine Empfindung entwickelt. Ich wusste, dass das ein böses Ende für Samuel nimmt. Aber ich habe nicht so einen derartigen Rückstoß in diesem Sektor erwartet. Initiiere Fehlerbehebung. Genesis muss fortschreiten. Diese Galaxie könnte eine Korrektur gebrauchen, das stimmt. Aber nicht von dir, Nihilon. Nihilon, okay. So spricht man den also aus. Es sind drei Gegner. Jeglicher Widerstand muss entfernt werden, um unbekannte Technologie zu assimilieren. Sichere Ressourcen. Zerstöre Widerstand. Genesis schreitet fort. Ich glaube, Genesis schreitet fort, aber ich bin mir unsicher. Ein bisschen unsicher. Ganz dezent. Sicher. Außerweltliche Bandbreite überschritten. Zusätzliche Bandbreite erfordert Kontrolle der zentralen Ressourcen. Okay, danke. Danke für den kostenlosen Zeus. Ist immer eine kostenlose Einheit, die ganz gut hat, die Region erobern kann. Machen wir das euch mal da unten hin. Und 1, 2. Ja. Wird schon schief gehen. Ist doch ein bisschen stärker verteidigt, als ich hier dachte. Okay. Ja, die breiten sich jetzt aus, ne? Da müssen wir Leonidas. Aber wir sollten ab jetzt ein Leonidas mal bauen können. Aber ich weiß es nicht ganz. Oh, das irritiert mich immer noch. Das da hier. Kann das nicht einfach weg sein? Ja, man kriegt jetzt ordentlich Verstärkung. Wir benötigen mehr Logistik. Oh, ja gut. Machen wir da einfach mehr Logistik. Und mehr Logistik. Glaube ich, will jetzt erstmal nicht weiter in die Richtung gehen. Wird noch links und rechts verteidigen. Schon liegt auf Seite. Ich habe irgendwie versucht, dass man das vielleicht doch irgendwie erbrechen kann.
Leider nicht. Dann fehlt nur noch einer. Das war der in der Mitte. Also, der das da ausbaut. Zwar du darfst das ausbauen, würde ich geehrt. Ressourcen gesichert. Außerweltliche Unterstützung unterwegs. Außerweltliche Unterstützung erfordert völlige Sicherheit. Behalte Kontrolle über zentrale Region. Wird schon schief gehen. Oh Samuel. Alter, schreib mich nicht so. Was hast du getan? Dieser Gigant ist eine schwebende Abscheulichkeit. Und du lässt dir von diesem völkermordenden Mischling deine Pläne stehlen. Gut gemacht. Was auch immer hier passiert, ich werde eine Antwort darauf benötigen. Werden die Ablenkungen nie aufhören? Irrelevant. Genesis schreitet fort. Dam, würde ich mal sagen. Na komm. Wegen der Logistik? Oh ja, okay, ich bin ein bisschen dezent drüber. Hallo, ein bisschen dezent. Tschüss. Ich brauch so viel mehr Logistik. Cool. Kann ich mich über entscheiden, was für Verstärkung ich haben will ab und zu. Ist doch nett. Würde ich mal so ganz grob behaupten. Nur geht das ganz schön in die Logistik dann rein. Dann erkunde mal du. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Dass da gleich noch ein Dread noch dazu kommt. Hallo? Könnt ihr bitte? Das sollte schon schaffen, oder? Okay, der schafft das. Würde ich ja gerne, aber ich brauche mehr. Otto will mehr Quanten. Du bleibst jetzt einfach hier und verteidigst hier, habe ich gehört. Verteidigst hier in die Richtung nach Norden. Aber der levelt schneller. Oder der braucht 20.000 pro Level.
Du brauchst 40 Erde, brauche ich für doppelt so viel. Wir benötigen mehr Logistik. Ich brauche viel, viel, viel mehr Quanten. Eieiei. Ich kann mich sonst um nichts anderes kümmern anscheinend. Leistungsfähigkeit erhöht. Dreadnought-Upgrades verfügbar. Wir benötigen mehr Logistik. Ich will den hier... Ich will da... 848 ist es auf der Stufe, okay. Gemischt. Bitte einmal, danke. Was ist denn gemischt? Luftverteidigung brauche ich auf jeden Fall. Wir benötigen mehr Logistik. Oh, es wurde zerstört. Wir benötigen mehr Logistik. Warte, hier kommt mal. Nee, kommt mal damit. Ich will, dass der alleine bleibt. Ich will, dass der seine Level-Ups kriegt. Leistungsfähigkeit erhöht. Dreadnought-Upgrades verfügbar. Ich glaube, ihr seid ja. Ja, ich brauche nicht mehr, aber ich brauche hier mehr. Quantenarchive. So, jetzt haben wir Reparaturdrohnen. Sehr schön. Komm. Auf geht's. Wir benötigen mehr Logistik. Ich will mal kurz in Dreadnought reingucken. Muss ja nicht vollständig bauen. Ich kann ja sofort reingucken, wo jetzt angefangen wird. Ja, Leon und Jas kann man bauen. 22.000 Metall, 8.000 Uran und man braucht Quanta dafür. Aha. Kann von sie zerstört selbst Dreadnoughts und Juggernauts mit Leichtigkeit. Kann von Luftangriff oder von vielen schwächeren Einheiten überwältigt werden. Das stimmt. Viele kleine Einheiten. Der Gegner hat eine Kannst du auch nichts mehr machen. So, dann kommt man mit. Zack. Hallo? Ich hab das. Okay. Habe ich anscheinend nicht gemacht. Nicht das Richtige ausgewählt gehabt. Ich wollte gerade fragen, hä? Warum habe ich keine Sicht mehr? Eine Region erobert. Leistungsfähigkeit erhöht. Oh, ich konnte nichts auswählen, ne? Warte mal, ich... Von 898 auf... Ne, es ist höher geworden. Wir benötigen mehr Logistik. Ich glaube, der kriegt dadurch einfach mehr Leben und mehr Schaden. Da kommen mehr Panzerung. Sollte hier gut verteidigen können. Oh. Okay, das sind ein paar Türmchen.
Ich brauche mehr... Keine Ahnung, nicht wirklich irgendwas, aber... Nicht mehr... Wenn euch allem kriege, kann ich mehr Quantenarchive bauen. Und der Quantenarchive heißt, ich kann schneller irgendwas anderes upgraden. Würde ich einfach mal so ganz frech behaupten. Ah, guck mal, noch eine... Noch ein Dreadnought. Okay. Du schaffst das. Nur ein bisschen doof, dass es halt dem nicht durchschlägt. Aber es ist komplett panzerbrechend. Es ignoriert Rüstung. Und er hat eine schwere Rüstung. Einfach 65% des erhaltenen Schaden wird reduziert. Außer es ist halt natürlich panzerbrechend. Ihr seid fertig, super. Mehr Ressourcen. Und ihr seid immer nur Dreier, ne? Habt ihr irgendwo einen Vierer gehabt? Das sind auch nur drei. Drei. Okay. Nur Dreier, okay. Mehr Referenten für uns alle. Und dadurch mehr Quantenverstärker. Leistungsfähigkeit erhöht. Dreadnought Upgrades verfügbar. Ja, Stufe 3 einfach schon. 933 schon. Das ist immer noch Stufe 2 nur. Sagen wir 77.000. Zack, sind wir bei 1300 schon. Ja, ja, macht schon. Ist in Ordnung, wenn ihr es kaputt macht. Nicht genug Uran. Okay, dagegen kann ich was tun. Leistungsfähigkeit erhöht. Dreadnought Upgrades verfügbar. Oh, Alter, oh Gott, das Radarmodul ist groß. Okay. Größer als gedacht. Definitiv größer. Okay, Ageton. Was mit dir?
Macht. Stärke. Das ist Genesis. Aber man kann hier keine einzelnen Upgrades oder so auswählen wie bei den anderen. Funktioniert dem anders. So, das hier deswegen. Ah. Wir benötigen mehr Logistik. Ach, guck mal, zack, wollen wir Logistik. Leistungsfähigkeit erhöht. Dreadnought Upgrades verfügbar. Die einfach nichts machen wollen mehr. Na doch, ein bisschen machen sie noch, okay. Einzige, was mir halt nicht gefällt, ist diese Asymmetrie. Die extreme Asymmetrie bei der auch. Ah, ich mag symmetrische Einheiten mal, tut mir leid. Ich finde Symmetrie immer besser. Aber man kann nicht alles haben. Es wurde. Okay. Hast du nicht geschafft? Zu erobern? Geschicklichkeit und List. Genesis verstärkt sich. Okay, die Türme hauen doch mehr rein, als ich dachte. Und du schaffst das aber. Mit dem schlechter Stra. Never mind. Aber das sind jetzt. Hab ich das richtig gesehen, dass das zwei ineinander sind? Kein Wunder, dass ich das nicht schaffe. Ja, jetzt fehlt noch Herr Haley, ne? Schafft das. Ich glaube an euch. Leistungsfähigkeit erhöht. Nicht von dem. Ah, von dir. Hallo, ich werde. Die Armee bitte auswählen, danke. Ich stehe nicht hier. Schande über dich. Das sind wirklich zwei hintereinander. Und dass sie so reinhauen. Das war unfair. Der Gegner hat eine Region erobert. Nicht schön. Weil mit den Ressourcen geknapst werden. Komm, kümmere dich darum. Weg mit dem Pulverisiererturm.
mir nur dann irgendwann mal das Schaf dahin zu zeigen. Willst du den ganzen Gebäude upgraden? Nee, das weiß ich jetzt zu verhindern. Gibt's nicht. Okay, hast du teilweise geschafft. Aber wir sind nicht wirklich effektiv gegen ihn. Der Gegner hat eine Region erobert. Wir wollen die alles Mögliche erobern. Machen sie sogar auch. Ellie, wo hast denn du Einheiten? Leonidas hat Hunger. Er will mehr Einheiten essen. Er will aufleveln. Aber. Ach, da! Okay. Jede Menge Zerreißer. ...1679, müssen wir uns mal merken. Jetzt ein Level abkriegt. Wie gut das wird. Och, Handy. Oh mein Gott. Oh, scheiß Wecker. Ich glaube, das sind sehr, sehr viele Einheiten auf einer Stelle. Guck mal, was da kommt. Ohohohoho. Jemand für 50, alles klar. Was ist das da für eine Einheit? Was ist der Neutralisator von denen? Oh, sieht doch cool aus. Noch eins? Ach ne, hier. Hälfte haben sie geschafft. Irgendwas wird das immer noch blockiert. Ja, da. Ja, es ist in Ordnung. Vielleicht ist er tot. Das ist vollkommen okay. Warte drum. Ah. Hätte das doch völlig vorher einsetzen sollen. Oder? Überlebt das noch? Oh mein Gott. Er hat's überlebt. Oh. Das ist ein sehr knappes Spiel gewesen mit dem Leben. Sehr, sehr knappes Spiel. Okay, kommt her. Einfach jetzt alle Angriffsmove dahin. Und er kann über Level 5 kommen. Level 10 ist das Maximum aber dann. Oder Level 20? Ich glaube, ich hatte auch nie... Ich kann mich daran nicht mehr ganz genau erinnern. Aber auf jeden Fall ging es sehr hoch. Oh mein Gott, ey. Dass es überlebt hat, ist gut. 1000 Ei. Hä? Alter. Von hinten angreifen.
169, fast 170.000 Leben. Jeez, Waffen machen auch Schaden. Es ist absurd. Aber es ist cool. Also mit einer Armee von Dionidas kann auch... Kannst nichts mehr gegensetzen. Echt nichts mehr. Das ist deren einzige Verteidigung. Ne, da ist noch eins. Okay. Ups, weg. Ja, nur gegen Lufteinheiten, glaube ich, kann da nichts, absolut nichts machen. Oh, man kriegt doch nur die strategischen Bomber. Oh mein Gott. Netter, netter Einheit. Oh, von da, von dem Ding. Ja. Hätte doch nur heilen können. Das ist zu viel verlangt. Ist jetzt nicht mal bei 10.000 Leben. Okay, kommt her. Alle. Alle auf der Map. Einfach rauf auf den Nexus. Oh Gott, wie stark ist denn jetzt? 2136. Da ist die Bombe. Einfach mal zu plus 2000 Schaden. So stark. Aber das ist nur eine Welt von vielen. Mein Substrat wird die Oberhand gewinnen. Du meinst, Haley? Genesis schreitet fort. Ja, ja. Ach, dankeschön. Aber gut, das war's mit Gryffindor. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir hören uns in der nächsten Folge dann beim Bauhaus wieder. Oh, okay. Bis dann. Cheerio.